Ja, der Schwerpunkt meiner Aufgabe ist sicherlich, den Verbrauchern und den Bürgern in Bayern ein vertrauensvoller Ansprechpartner zu sein in allen Fragen der Lebensmittelsicherheit. Ich habe auch Verständnis dafür, wenn Bürger in anonymer Weise oder anonym uns Hinweise geben wollen. Wir werden die mit größter Diskretion behandeln und ich werde diese Hinweise auch direkt auf direkten Weg mit dem Präsidenten des Landesamtes besprechen und wir werden allen Hinweisen auch unmittelbar und sofort nachgehen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen mit der Vertrauensperson und je nach der Qualität des Hinweises werden wir diese Hinweise oder werde ich diese Hinweise entweder direkt an die zuständigen Behörden weiterleiten, die sich in eigener Zuständigkeit darum kümmern. Es wird auch bei dem Verdacht auf schwerwiegenden Hinweisen auch möglich sein, dass die Spezialeinheit selbst auch gleich eine Kontrolle durchführt oder dass die zuständigen Regierungen mit eingebunden werden. Also es steht eben je nach Qualität der Beschwerde sind alle Möglichkeiten offen. Und wir werden auch ganz sicher jedem Hinweis nachgehen. Und wir werden auch über jeden Hinweis, den wir an zuständige Behörden weitergeben, auch eine Rückmeldung verlangen und bekommen, dass wir auch genau selbst sagen können, was mit dem Hinweis passiert ist, ob an den Beschwerden was dran ist oder nicht. Natürlich, das ist klar, dass auch bei anonymen Hinweisen viele Fälle mit dabei sind, die beispielsweise Nachbarschaftsstreitigkeiten sind. Diese Erfahrung macht man im Veterinärdienst oder in der Lebensmittelwachung immer wieder. Aber wir gehen natürlich den anonymen Hinweisen nach und das ist jetzt für uns nicht weiter von Bedeutung oder nicht weiter von Bedeutung, weil wichtig ist, dass wir allen Hinweisen nachgehen und wir wenigstens bestimmten Prozentsatz an Hinweisen auch finden, die berechtigt sind, dass wir dann in der Lage sind, die Maßnahmen zu ergreifen und die Beschwerden abzustellen und alles Mögliche zu unternehmen. Ja, überwiegend sind es Hinweise von Bürgern, von Verbrauchern, meistens zum Beispiel nach einem Einkauf im Supermarkt, wenn den Verbrauchern auffällt, dass das Lebensmittel dort schon am Ende des MHD sind oder das Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten. Oder es kommen Beschwerden, dass in der Gastronomie unhygienische Verhältnisse sind. Man sieht Schädlinge vielleicht, während man im Lokal sitzt. Häufige Hinweise sind auch über Fremdkörper, über vermeintliche Fremdkörper oder echte Fremdkörper in Lebensmitteln. Das ist so in etwa die Qualität. Und denen gehen wir nach, die werden von den zuständigen Behörden bearbeitet und dementsprechend Maßnahmen ergriffen. Nein, ich denke das nicht. Wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter auch Hinweise angenommen, auch anonyme Hinweise angenommen. Und wir haben da doch eine gewisse Erfahrung am LGL. Ich würde mich freuen, wenn die Qualität der Hinweise vielleicht sich noch ein bisschen steigern würde, wenn auch Hinweise kommen würden, vielleicht direkt aus Lebensmittelunternehmen. Das wäre natürlich gut, dann würde man auch viel früher auch schon Missstände erkennen können. Aber insgesamt denke ich, wird sich das auf ein normales, vernünftiges Niveau einpendeln. Es gibt drei Möglichkeiten, die Vertrauensperson zu kontaktieren. Zum einen über ein Formular im Internet, es gibt eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer, unter der man mich persönlich erreichen kann.